Heute bin ich hier auf der ältesten Kiribaumplantage Deutschlands und möchte euch zeigen, was man beim Anbau von Kiriholz beachten sollte und welche vielfältigen Möglichkeiten es gibt. Die Kiribäume auf dieser ca. 5 Hektar großen Anbaufläche habe ich im Jahr 2011, also vor knapp 15 Jahren, zusammen mit ein paar Studenten von der Uni Bonn hier in dieser Größe gesetzt. Und jetzt wollte ich mal nachmessen, wie groß hier der dickste Baum auf dieser Plantage in der Zwischenzeit gewachsen ist. So, wenn ich die Messgluppe hier mal ansetze, auf Brusthöhe, also den Brusthöhendurchmesser bestimme, auf ca. 1,30 Meter messe ich hier knapp 59, kann es hier mal in die Kamera zeigen, knapp 59 Zentimeter. Die Höhe muss ich von hier aus schätzen. Ich habe hier eine Höhe vom geasteten Stamm von ca. 5 Metern und dann schätze ich die Gesamtbaumhöhe jetzt auf 15 bis 16 Meter. Ja, dieser Kiribaum ist jetzt 15 Jahre alt. Eine deutsche Eiche würde für solch einen Durchmesser vermutlich 100 bis wahrscheinlich sogar eher 150 Jahre brauchen. So, wenn wir jetzt gleich weiter in die Plantage reinlaufen, werden wir sehen, dass nicht alle Bäume diesen starken Durchmesser erzielt haben. Die Durchmesser sind zum Teil relativ unterschiedlich. Der Hauptgrund ist, dass der Kiribaum sehr lichtliebend ist. Dieser Baum befindet sich direkt an der Ecke der Plantage, hat also von allen Bäumen am meisten Licht bekommen über die Jahre und ist so am kräftigsten gewachsen. Das fällt auch auf, dass in den Außenbereichen der Plantage die Bäume am stärksten gewachsen sind. Und unten in der Senke, es gibt also eine kleinere Senke hier auf der Fläche, wo manchmal über Monate das Wasser steht, also Staunässe vorherrscht. Und dort sehen wir entweder gar keine Kiribäume wachsen oder dann die mit dem kleinsten Durchmesser, weil Kiribäume keine nassen Füße mögen. So, jetzt sind wir hier unten in der Senke. Man merkt, es wird schon richtig matschig. Und was halt hier auffällt, dass die Bäume, die hier permanent fast das ganze Jahr im stehenden Wasser wachsen, deutlich kleiner sind. Das Besondere an dieser Kiribaumpflanzung ist, dass es sich hierbei nicht im klassischen Sinne um Wald- oder Forstwirtschaft handelt, sondern um eine sogenannte Kurzumtriebsplantage oder auch Agrarholzplantage genannt. Das heißt, die Bäume werden auf einer landwirtschaftlichen Fläche gepflanzt. Die landwirtschaftliche Fläche behält auch während des gesamten Produktionszykluses den landwirtschaftlichen Status. Diese Fläche wird jetzt über die nächsten Wochen hier beerntet werden. Das heißt, ab dem nächsten Jahr steht auf dieser Fläche wieder Getreide, Raps oder auch Mais. Also eine landwirtschaftliche Agrarholzplantage liegt in ihrer ökologischen Wertigkeit zwischen dem konventionellen Ackerbau und der Waldwirtschaft. Wir sehen, das ist hier keine das ist hier kein Golfrasen und auch keine gepflegte Ackerfläche. Hier wachsen viele Beikräuter. Wir laufen hier gerade durch unzählige Spinnenweben. Schmetterlinge sind vorbeigezogen. Das heißt, die Artenvielfalt ist deutlich höher als in der normalen landwirtschaftlichen Praxis. Und was hier eher auffällt, sind, dass sehr viele Blätter des Kiribaumes hier auf dem Boden liegen. Was unsere Beobachtung ist, auch durch wissenschaftlich begleitete Bodenuntersuchungen, dass es über die Jahre auf solch einer Anbaufläche zu einem Anstieg der organischen Bodensubstanz kommt, dass also die Bodenfruchtbarkeit zunimmt, was halt daran liegt, dass sich die, also dass die Bäume halt Unmengen an Blattmasse produzieren, die sie über den Verlauf des Herbstes dann abwerfen. Die Blätter des Kiribaums zersetzen sich sehr schnell, werden also sehr schnell umgewandelt durch die Bodenorganismen zur Humussubstanz. Und so kommt es langfristig zu einer Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit. Das wird sich jetzt auch bei den Folgezyklen, wenn hier wieder normale Ackerkulturen angebaut werden, dann bemerkbar machen in den gesteigerten Erträgen.
Was ja auch hier bei der Begehung schnell auffällt, dass in vielen Bereichen der Plantage noch üppig und saftiges Gras wächst. Was daran liegt, dass der Kiribaum mit seiner Krone nur einen Halbschatten bildet. Das also auch für Gras, was hier zwischen den Baumreihen wächst, noch ausreichend Assimilationslicht hier durchdringt. Dass sich solche Flächen auch hervorragend eignen, um sie einer Doppelnutzung zuzuführen, beispielsweise durch die Beweidung von Schafen oder Rindern. Also hier, diese Fläche wurde auch mehrere Jahre von einem Schäfer mit seinen Schafen als Weide genutzt. Die benachbarte Fläche, dort standen über mehrere Jahre mobile Hühnermobile, wo halt auch auf der Fläche Freiland extensive und glückliche Hühner dann gelebt haben. Bevor wir Kiribäume pflanzen, machen wir mal erstmal eine Klimabewertung und wählen daraufhin dann unsere angepassten Sorten, Hybridsorten aus. Wir haben Sorten, die beispielsweise auch nicht blühen. Die sind vor allem für wärmere Regionen geeignet, die Sorte Phoenix One. In diesem Fall haben wir hier Nordmax 21 gepflanzt, also eine sehr schön blühende Sorte. Und die im Zeitraum von Mitte April bis Ende Mai blüht, also in circa einem Zeitraum von 6 Wochen. Und zwischenzeitlich hat hier ein Imker auch sehr köstlichen Kiri-Honig gewonnen. Um besonders wertvolles Wertholz zu produzieren, ist es wichtig, dass die Bäume in den ersten 2 bis 4 Jahren regelmäßig aufgeastet werden, also einer Wertastung unterzogen werden. In diesem Fall haben wir die Bäume auf eine Höhe von 5 bis 6 Metern aufgeastet, dass also fast der gesamte Stamm ein astreines und fehlerfreies Holz liefert. Speziell für die nachhaltige Holzproduktion gezüchtete Hybridsorten des Kiribaumes gelten als nicht invasiv, also breiten sich nicht außerhalb der Anbauflächen ungewollt aus. Und das zeigen auch unsere mittlerweile 15 Jahre Anbauerfahrungen hier in der Region, wo sich über die 15 Jahre nicht ein Kiribaum ungewollt außerhalb dieser Plantage verbreitet hat. Und die Landschaft hier ist vielfältig. Sie reicht von ackerbaulicher Nutzung über Naturstreifen, Wald und auch urbane Wohnsiedlungen. Jetzt haben wir ja eben unsere älteste Kiribaumpflanzung besucht. Hier befinden wir uns auf einer unserer jüngsten Pflanzungen. Diese befindet sich in Zentralspanien am Standort Talavera. Wir stehen hier gerade inmitten von 100.000 Kiribäumen. Und was auffällt, ist halt, dass hier mittlerweile 15 Jahre Anbauerfahrung eingeflossen sind, was die Standortauswahl angeht, aber auch die ganze Pflege, was die Auswahl sehr hochwertiger Genetik angeht. Wir haben hier ausschließlich die Sorte Phoenix One gepflanzt. Und die Bestände sind sehr homogen gewachsen und sind ab dem nächsten Jahr schon fertig für die ersten Auslichtungen. Und zu diesem Thema und zum ganzen Thema Kiri-Anbau hier in Spanien möchte ich schon unser Folgevideo empfehlen, was jetzt in Kürze hier auf unserem Channel dann auch abrufbar ist. Vielen Dank, bis bald, euer Peter Diesenbacher, und weitere Informationen und Kontaktdaten findet ihr hier unten in den Notes.